Ich bin Jonas, ich darf heute einen Anfang machen und ich möchte in den nächsten Minuten über Kirche sprechen, die einen Unterschied in dieser Welt macht. Ich weiß nicht, was dein Bild von Kirche ist, was du vielleicht über den Sinn von Kirche denkst. Ich würde gerne heute einmal darauf schauen, was Jesus zu diesem Thema sagt. Und dafür möchte ich einen recht bekannten Abschnitt aus der Bergpredigt mit euch lesen, einer ganz zentralen Stelle in der Bibel, wo Jesus uns lehrt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Wir lesen dort, dass Jesus mit einer Menschenmenge zusammen war und seine Jünger sich um ihn versammelt hatten. Und dann sagt er Folgendes: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus spricht hier davon, dass wir Salz und Licht auf dieser Welt sind. Was will er uns damit eigentlich sagen? Ich glaube, er sagt, dass wir auf dieser Welt die Wirkung von Salz und Licht haben. Salz gibt Essen Geschmack. In der damaligen Zeit hatte es aber vor allem die Funktion, Lebensmittel zu konservieren, zu verhindern, dass sie verderben. Und Licht verdrängt die Dunkelheit und bringt Leben. Jesus sagt in Johannes 8 über sich selbst: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist also das Licht der Welt, und wo er nicht ist, ist Finsternis. In der Bergpredigt sagt er nun aber auf einmal: Wir sind das Licht und das Salz der Welt. Er sagt hier nicht: ihr bringt das Salz auf die Erde und ihr bringt das Licht in die Welt. Es scheint hier also über die reine Übermittlung einer Botschaft hinauszugehen. Er sagt auch nicht: Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Salz und ihr habt das Licht gefunden und jetzt habt ein schönes Leben damit. Er sagt: Wenn ihr meine Nachfolger seid, dann seid ihr Salz und Licht in dieser Welt. Das ist eine Eigenschaft, die er uns überträgt. Uns als seinem Leib, als seiner Kirche, aber auch dir ganz persönlich. Ich glaube, wenn wir Nachfolge wirklich leben, werden wir sichtbar sein in dieser Welt und einen Unterschied machen. Und ich glaube, das ist unser Zweck als Kirche. Wichtig ist aber auch zu verstehen: Es gibt keine Alternative. Wenn wir nicht das Licht sind, dann bleibt es finster in der Welt. Wenn wir nicht das Salz sind, werden Dinge verrotten, Leben werden verloren gehen. Es gibt keine andere Lichtquelle und es gibt kein anderes Salz. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: Die Nachfolgenden sind die sichtbare Gemeinde. Ihre Nachfolge ist sichtbares Tun, durch das sie sich aus der Welt herausheben. Oder es ist eben nicht Nachfolge. Ich glaube, dass wenn wir als Gemeinde nicht sichtbar sind und uns nicht von der Welt unterscheiden, dann stimmt etwas mit unserer Nachfolge nicht. Wir verfehlen unseren Zweck. Ich weiß nicht, was du über den Sinn deines eigenen Lebens auf dieser Welt denkst. Ich möchte dir heute sagen, dass Jesus dich als Salz und Licht auf dieser Erde gebrauchen möchte. Das Einzige, was dafür notwendig ist, ist deine Bereitschaft, Jesus ohne Kompromisse nachzufolgen. Und dazu möchte ich dich heute ermutigen. Ich möchte dir zum Abschluss 3 Punkte mitgeben, wie du das praktisch machen kannst. Erstens, sei mit Gott connected. Das heißt, such ihn immer wieder persönlich im Alltag. Zweitens, lebe ein heiliges Leben. Das heißt, lass keinen Raum für Sünde in deinem Leben. Und drittens, liebe Menschen und diene ihnen.
Ich glaube, Kirche kann nur Salz und Licht auf dieser Welt sein, wenn sie aus Menschen besteht, die bereit sind, Jesus mit allen Bereichen ihres Lebens nachzufolgen. Und das beginnt bei dir und bei mir. Wenn wir das leben, dann machen wir wirklich einen Unterschied auf dieser Welt. Und das ist es, was ich an Kirche liebe.